Ja, DKB Handball Bundesliga, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. SG Flensburg-Handewitt gegen GWD. Minden zur Halbzeit 17:10. Am Ende 30:23. Ausverkauftes Haus heute. Wir bedanken uns bei 6.600 Zuschauern. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Gästecoach Frank Kastens und für die SG Flensburg-Handewitt Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke. Wollen wir zusammen in die Analyse einsteigen? Bitte schön, Frank. Ja, moin erstmal und herzlichen Glückwunsch an Jubo und seine Jungs zu einem natürlich verdienten Sieg, zu einem klaren Sieg auch. Das war, ich glaube, so eine Viertelstunde konnten wir mithalten, das einigermaßen ausgeglichen gestalten, hatten da ein paar gute Momente dabei und dann hat sich eigentlich die SG kontinuierlich abgesetzt. Für uns war es wichtig, nach dem letzten Spiel gegen eine der Top-Mannschaften eben hier nicht 20 Tore zu kriegen, so wie unsere Konkurrenten, denn nicht nur in der Spitze zählt das Torverhältnis, sondern auch in unserer Region der Tabelle zählt das Torverhältnis. Insofern ist natürlich sehr wichtig, dass wir jetzt verglichen mit Balingen und Stuttgart hier mit nur in Anführungsstrichen mit -7 rausgehen. Das ist ein bisschen komische Situation für einen Trainer nach einer Niederlage, sowas hervorzuheben. Aber wir müssen halt uns mit denen vergleichen, die in unserer Region der Tabelle stehen. Und da haben wir das heute haben wir einen kleinen Vorteil geholt. Ich bin auch einverstanden damit, wie wir dann mit den unterschiedlichen Problemen umgegangen sind. Wir haben natürlich, können wir nicht alles lösen, was die SG uns gibt. Phasenweise Schwierigkeiten gehabt, uns schnell genug zurückzuziehen. Hatten auch Schwierigkeiten mit ihrem breit angelegten Passspiel. Aber auch da haben wir immer wieder Momente gehabt, wo wir dann die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen konnten und dann zu Ballgewinn gekommen sind. Wir hatten gute Torwartleistung. Kim Sonne hat viele Bälle rausgeholt. Einige wurden dann noch verworfen. Ist die Frage, wer da Anteil dran hatte, ob es der Schütze ist oder auch der Torhüter. Aber damit bin ich sehr einverstanden. Das war gut für uns. Und im Angriff, ja gut, dass wir uns da schwer tun, ist klar. Ich denke, man hat gesehen, dass John Rambo nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Insofern fehlt uns dann ein bisschen Torgefahr aus der Entfernung. Maria Michalczyk als Torschütze von außerhalb 9 fehlt uns auch. Insofern mussten wir sehr viel über die Zweikämpfe gehen. Und da ist die SG natürlich sehr präsent. Und da hatten wir auch unsere Schwierigkeiten. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden mit dem, was wir heute gemacht haben. Wie gesagt, über 60 Minuten versucht, Lösungen zu finden, über 60 Minuten versucht, dagegen zu halten, den Kopf oben behalten. Und das ist ganz entscheidend für uns gewesen. Und wie gesagt, das am Ende ist dann rausgekommen, dass wir sozusagen niedriger verloren haben als unsere Konkurrenten. Und das kann am Ende noch wichtig werden. Vielen Dank für die erste Einschätzung. Lubo, was sagst du zum Sieg heute? Ja, guten Abend und danke für die Glückwünsche, Frank. Ich bin ja natürlich zufrieden, dass wir 2 Punkte gewonnen haben heute und ich bin auch sehr zufrieden, wie wir die 2 Halbzeiten gespielt haben. Ich habe ja fast 2 verschiedene Ausstellungen gehabt und alle haben gespielt, ja, alle haben gespielt und die haben das gut gemacht. Wir versuchen natürlich, wir fangen auch die auf Torverhältnis zu gucken, aber wir wollen auch 2 Punkte gewinnen und das ist nicht immer der Fall, dass wir können auf den Torverhältnis gucken. Heute haben wir mit 7 Toren gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit das. Man kann immer Sachen verbessern. Das können wir auch machen. Und das werden wir versuchen in Zukunft zu machen. Aber insgesamt kann ich nicht viel sagen. Abwehr wieder 23 Tore mit Torhüterleistung ist ja auch alles okay. Ich habe mich gewünscht, einige Sachen besser im Angriff zu spielen, aber nach 60 Minuten hat das geklappt. Und ich meine, Minden hat eine gute Abwehr, das dürfen wir nicht vergessen. Und heute hat ja Sonne Hansen auch einen guten Tag gehabt, so das darf man auch nicht vergessen. Ich freue mich sehr, dass die Zuschauer hier waren heute. Ich freue mich auch, dass wir haben, ja, was haben wir, 6 Tage bis nächstes Spiel. So, wir werden ja 2 Tage fast nichts machen. Das ist für uns fantastisch und ich werde das genießen und sogar ein Glas Wein heute Abend trinken. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Lubo. Dirk, in den letzten Wochen haben wir ja fast zu jedem Heimspiel eine Vertragsverlängerung gehört. Heute eine Neuverpflichtung. Was sagst du zum Spiel und vielleicht auch ein paar Worte zur Neuverpflichtung? Ja, ich sage erstmal was zum Spiel und dann zur Neuverpflichtung. Also ich bin, ich glaube, die beiden Trainer haben alles gesagt und da muss ich nicht mehr viel zu ergänzen. Wir waren heute fast ausverkauft, das finde ich auch gut. Wir haben dieses hohe Niveau an Zuschauerzahlen mittlerweile schon sehr lange.
da können wir echt stolz drauf sein und dass die Zuschauer uns so in dieser Phase unterstützen bei diesen vielen Spielen. Und Lobo sagt das schon, jetzt haben wir mal 6 Tage Pause, also nicht 3 Tage, dann Auswärtsspiel und dann das richtig schwere Spiel gegen Melsungen, Pokalfinale, das ist ein K.O.-Spiel. Da hoffe und wünsche ich mir auch eine volle Halle, weil wir wollen wieder nach Hamburg und Pokalspiel hat immer seine eigenen Gesetze, auch wenn das eine Phrase ist, aber wir wollen da unbedingt hin und deswegen erstmal das nächste Bundesligaspiel und die Mannschaft nach wie vor macht das sehr konsequent und sehr konzentriert und wie gesagt, da blicke ich zuversichtlich nach vorne und zur Neuverpflichtung, da freuen wir uns drüber, da kommen wir gleich auch noch zu, Magnus sitzt ja hier und wir holen ihn gleich, dann würde ich da gleich nochmal gesondert drauf eingehen. Ja, okay, gibt es Fragen an die Herren hier, bitte? Haben wir im Moment nicht. Gut, okay, dann sage ich Frank herzlichen Dank hier für die Analysen, euch beiden auch. Wir sehen uns hier wieder am Mittwoch, dem 14.12. zum Heimspiel gegen Melsungen um 19 Uhr. Dann haben wir DHB-Pokal. Ich wünsche euch einen guten Abend und tschüss.